So, guten Tacho, meine Freunde. Tja, heute sind wir mal wieder in meiner Garage hier. Natürlich sehr aufgeräumt. Man kennt es nicht anders von mir. Natürlich mein legendärer Teppich hier unten. Ja, der hat auch schon so einiges mitgemacht, wie man sehen kann. Ja, ich wollte heute mal ein kleines Zwischenfazit-Video zum Eisenschwein machen hier, zu der guten Kawasaki VN 1500. Und ich habe noch nicht wirklich viel weiter gemacht. Ich hatte jetzt einfach in den letzten Wochen einfach so starke Rückenprobleme und von der Zeit her hat es einfach alles nicht gepasst. Deswegen, und heute ist auch wieder Kackwetter, Pfingsten fällt ja vollkommen ins Wasser. Ich hatte irgendwie keine Gelegenheiten, richtige Motovlogs jetzt zu machen. Ich war jetzt nur am 1. Mai quasi mit dem GT Matze zusammen unterwegs und das ist es auch schon gewesen. Ein Video habe ich noch im Petto, das habe ich aber noch nicht bearbeitet. Das kommt demnächst auch noch online. Aber ich hatte jetzt einfach keine Zeit und irgendwie Elan, da was Neues zu machen. Und sowieso jetzt bei so starkem Regen, der draußen gerade ist, können wir es vergessen. Deswegen habe ich mir jetzt gedacht, das hatte ich mir eh schon vorgenommen, die Teile, die ich jetzt schon alle bestellt habe, für dieses Motorrad einfach mal zu präsentieren, was ich jetzt alles so vorhabe. Und ich denke mal, mit dem Allerwichtigsten fange ich jetzt mal an. Einmal kurz die Eckdaten zu dem Eisenschwein. Ich habe sie ja für 400 Euro gekauft, also quasi wie geschenkt, ohne Papiere, mit Kaufvertrag, aber da war alles soweit safe. Dann habe ich mich natürlich kundig gemacht, was würde jetzt eine Vollabnahme kosten, weil die schon über 11 Jahre steht die schon. Das konnte man schon nachsehen und nachprüfen. Ja, dann wäre ja eine Vollabnahme, müsste ich jetzt machen lassen. Die wäre teurer als normalen TÜV. Auf jeden Fall hat der TÜV da, wo ich da war, hat mir das so erklärt. Der müsste dann bei Kawasaki noch eine Anfrage stellen wegen der ganzen Rahmennummer und das muss dann alles noch gemacht werden und so ein Kram. Das hätte ich jetzt eigentlich auch alles gemacht, wenn ich nicht über einen Rahmen gestolpert wäre. Dazu komme ich gleich. Die hier wäre jetzt Baujahr oder beziehungsweise Erstzulassung 94 gewesen. Und für die Leute, die das jetzt nicht wissen, vor Baujahr 1993 kannst du dir eine Auspuffanlage dran schrauben ohne Nummern. Du musst quasi nur die Lautstärke einhalten. Ansonsten könntest du quasi mit dem Ofenrohr fahren, wenn das Ofenrohr Lautstärke nicht überschreiten würde. Und da habe ich richtig, richtig großes Glück gehabt und bei eBay vor kurzem einen Rahmen geschossen, den ich auch schon hier lackiert habe. Also bitte jetzt nicht von den ganzen anderen Kram hier ablenken lassen. Der ist nämlich von 93 und damit könnte ich dann auspuffmäßig verbauen, was ich wollen würde. Der Rahmen hat sogar eine vorverlegte AME Fußrastenlage eingetragen. Das heißt, die müsste ich mir dann nur besorgen, wenn ich eine wollen würde. Die hat auf jeden Fall einige Eintragungen und da habe ich für den Rahmen habe ich mit Versand weniger bezahlt, als wenn ich jetzt mit dem Gerät so zum TÜV fahren würde und für Vollabnahme und Papiere beantragen und die ganzen Wochen warten und mit Aufgebot und so weiter. Das hat mich jetzt quasi die Hälfte davon gekostet. Jetzt habe ich natürlich die Arbeit, alles umzubauen. Aber gut, das habe ich jetzt einfach auf mich genommen, die Bürde, und das werde ich dann auch machen. Ja, der Motor lief ja. Habt ihr ja gesehen in den letzten Videos, den Vergaser hatte ich schon mal draußen und ich bin natürlich kein Profi, aber es muss natürlich noch was gemacht werden. Da habe ich ja vom GT Matze einen auf den Deckel bekommen, warum ich da mit dem Vergaser nicht anständig gemacht habe und hatte auch vollkommen recht. Und da kommen wir dann direkt schon zur nächsten Sache. Ja, warum soll es hier auch besser aufgeräumt sein als da hinten? Ja, das finde ich nicht gut, also ich finde das nicht gut, aber finde ich nicht gut. Und zwar habe ich mir hier neue Vergaser, na, wie nennt man die, Schwimmernadeln mit diesen Schäften besorgt, zwei Stück für den Vergaser. Und ja, weil die mache ich einfach neu, die sind ja dann ja auch schon von 94 mindestens. Und die haben jetzt auch nur ein paar Cent oder was gekostet, also ich habe, wenn überhaupt, 10 Euro für die beiden Tütchen jetzt hier bezahlt, bei eBay. Und dann werde ich den Vergaser nochmal komplett auseinandernehmen und die Dinger reinmachen. Das werdet ihr auch alles auf Video sehen. Das macht Spaß. Ich werde so viel wie möglich auf jeden Fall filmen. Und klar, ihr habt schon gesehen, wie ich den Vergaser halb auseinander hatte und die Düsen sind auch schon sauber und waren auch wieder durch. Und dann lief der Motor ja auch, Gott sei Dank. Und das ist für mich ja dann jetzt auch quasi der Startschuss gewesen, dass das jetzt kein Fehlkauf war. Ich meine, 400 Euro allein. Müsst ihr überlegen, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ansonsten schaut mal auf meinem Kanal. Der Tank war nicht dabei.
Die Front- und Heckfender waren nicht dabei, die komplette Elektronik war komplett nicht dabei. Und da habe ich halt Glück gehabt, richtig, richtig Glück gehabt, dass ich da sozusagen einen Sponsor, der mir die Teile zur Verfügung gestellt hat, zufällig gefunden habe. Und somit habe ich da an Kosten, also bis jetzt habe ich so wenig dafür bezahlt, dass sich das mehr als nur lohnt, die ganze Arbeit da jetzt reinzustecken. Ich bin auch schon richtig, richtig gespannt. Ich habe auf jeden Fall vor, das Baby dieses Jahr noch auf die Straße zu bekommen. Ja, ist noch sehr, sehr, sehr viel Arbeit, aber das macht mir auch Spaß. Auf jeden Fall, das sind schon mal die ganzen Vergaser-Geschichten hier. Das habe ich neu geholt. Da man ja sowieso alles umbauen muss, hier ein paar Lager, Lenkkopflager, neu für den Rahmen, weil wenn man das ja schon auseinander nimmt, dann kloppt man ja die alten Lager da nicht rein. Und dafür habe ich jetzt, glaube ich, knapp 20 Euro bezahlt. Ich hoffe, dass die auch passen. Habe ich, glaube ich, auch bei eBay bestellt. Passen wohl auch sogar bei mehreren Kawasaki-Modellen. Also von den Größen her, ich glaube, sogar einige GPZ-Modelle sind dabei. Was weiß denn nicht. Werde ich ja sehen, ob es passt oder nicht. Ich hoffe ja, sonst gehe ich nach Polo oder Louis und hole schnell neue. Das haben wir auf jeden Fall. Dann, wer mal meinen Livestream auf YouTube gesehen hat. Oh, warte, ich muss auch die Kamera ausrichten. So, hier habe ich natürlich neue Blinker geholt. Ich bin mal gespannt, ob das am Ende passt. Also, die Zusatzscheinwerfer, die kommen hier weg. Man sieht ja auch, das ist alles so halbherzig dran gebaut. Ich weiß nicht, wer sich da was wie gedacht hat. Auch das hier gehört da nicht hin. Wahrscheinlich wird hier mal eine Scheibe drauf gewesen sein. Das mache ich jetzt erstmal nicht. Das kommt alles ab. Und diese Blinker kommen hier an seinen originalen Platz. Dann bin ich mal gespannt, wie das am Ende aussehen wird. Ich werde wahrscheinlich hier bestimmt, mal gucken. Je nachdem, wie gut der ganze Chrom ist, wird er natürlich erhalten bleiben. Aber hier zum Beispiel die Gabel vorne, die werde ich schwarz machen. Auf jeden Fall einige schwarze Akzente. Und dann hoffe ich, dass das passt. Ich habe auch schwarze... Wo sind denn jetzt meine schwarzen Spiegel? Ja, das ist jetzt natürlich ein Fail vom Herren. Wo habe ich denn meine schwarzen... Ich habe auf jeden Fall Harley-Spiegel bestellt. Und dazu komme ich gleich... auf jeden Fall noch. Was ich jetzt nicht überlegt hatte hinten... Ich weiß noch nicht, wo ich die hinten dran machen soll. Weil hier kommen ja noch Koffer dran. Und zwar diese Koffer hier. Ich habe mir ja bei eBay aber auch von Motea bei eBay diese Koffer hier, die heißen, glaube ich, Craft Ride Nevada. Ja gut, die stehen jetzt schon ein bisschen länger hier, deswegen der Staub. Als B-Ware gekauft und es war keine Halterung dabei. Ich habe, glaube ich, für die Babys hier, weiß ich jetzt nicht mehr, 15 oder 25 Euro bezahlt. Das ist jetzt auch schon wieder her, ich müsste jetzt nachgucken. Normal kosten die Koffer ja weit über 100 Euro und dann hast du noch keine Halterung dabei. Allein für die Halterung, wo habe ich sie jetzt hingeschmissen? Hier. Dafür zahlt man auch schon, ich glaube, 40 oder 50 Euro. Und die habe ich auch bei eBay geschossen, für auch so wenig Geld. Das sind auch die Originalen sogar. Hat sich wohl einer gekauft und dann nicht verbaut. Gut, mit dem Schraubensatz weiß ich nicht, aber Schrauben habe ich ja hier mehr als genug. Ansonsten geht es ab zum Baumarkt. Ja, und diese Kofferchen, die sind, glaube ich, 20 Liter oder 25 Liter, irgendwie sowas. Sondern natürlich hier rechts und links dran. Also so... Ja, Road King mäßig, sage ich mal. Und da muss ich halt schauen, wo ich dann die Blinker. Die Blinker könnte ich theoretisch auch hier dran machen, aber muss man schauen, wegen dem Kennzeichen hier. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Aber so zumindest meine Vision. Dann habe ich, wenn man das jetzt hier so sieht, das ist der originale Lenker. Und ihr habt das wahrscheinlich sowieso schon gesehen. Habe ich mir hier über eBay Kleinanzeigen, aber auch einen Motorradhändler aus dem Osten irgendwo. Eine Tüte. Nochmal ein Ape geholt. Von der Höhe eigentlich gleich. Von der Höhe ist das sogar gleich. Aber die Kröpfung ist halt anders. Ich finde, auf dem originalen Lenker, da sitzt du so drauf wie auf so einem Krankenfahrstuhl. Und ich habe die Arme lieber weiter etwas gerade und nach vorne. Also so, wie ich das auf meiner Intruder zum Beispiel hatte. Oder wie man das halt einfach so kennt. Der ist auch ein Lukas THW-Lenker. Dafür habe ich, glaube ich, 30 Euro bezahlt. Oder 35. Und normal kosten die auch, glaube ich, 69 Euro oder irgendwie sowas. Natürlich auch ein Schnäppchen geschossen. Also wenn ich sowas dann mal sehe, was ich dann gerade brauche, dann kaufe ich das auch. Passend dazu, hier schön aus Duisburg bei eBay, Dock 66, habe ich mir diese, wie heißen denn jetzt? Lenkergriffe gekauft. Die fand ich geil, gerade mit diesen Musterchen hier drin. Und ja, ich denke mal, ich habe die jetzt gar nicht hier, meine Harley-Spiegel. Wo habe ich die denn hingeschmissen? Wenn ich sie gleich zufällig finde, dann zeige ich sie nochmal. Wahrscheinlich habe ich sie unten im Keller gelassen. Muss ich mal gucken. Dann habe ich mir jetzt noch diese Abdeckung hier. Ich muss mal schauen, ob man das hinkriegt irgendwie mit dem Licht.
Ja, ich versuche mal eben auf die andere Seite zu gehen. Dann kann man es eher sehen. Hier sind ja die, unter dem Zündschloss sind ja hier die Zündspulen. Und da habe ich auch noch keine Abdeckung. Das ist die einzige Abdeckung, die mir jetzt noch gefehlt hat. Und die kam da drauf und die habe ich auch bei eBay jetzt für 15 Euro gekauft. Ist schon schwarz, ich werde es aber einmal kurz neu schwarz lackieren. Dann kommt die halt hier vor und dann ist das auch geschützt. Ja, was ich jetzt dann hier noch mache, ich muss ja sowieso alles abbauen. Und ja, wie ihr wahrscheinlich auch schon gesehen habt, standen da jetzt auch einige Dosen schon rum. Und zwar habe ich jetzt hier von Ich habe mir jetzt von Duplicolor hier hitzebeständigen Lack sogar in schwarz glänzend bestellt. Und dann habe ich hier noch 1, 2, 3 in schwarz matt. Mal gucken, ob ich das kombiniere oder nur glänzend nehme. Und zwar werde ich das so Harley-Style mäßig lackieren oder so bearbeiten, dass hier außen die Kühlrippen, die schleife ich wieder blank. Und alles andere wird schwarz, quasi der gesamte Motorblock. Und alles, was ich hier an Chrom retten kann, was noch schön aussieht, das lasse ich auch Chrom. Und wenn irgendwas halt nicht mehr schön aussieht, dann mache ich es halt schwarz. Aber ich versuche das halt alles so zu lassen, wie es ist. Der Lack von dem Tank und das ist alles gut. Das braucht nur aufpoliert werden. Klar, es ist natürlich nicht neu, aber das sieht alles noch sehr schön aus. Ja, ich habe hier schon mal ein bisschen angefangen, sauber zu machen. Aber wenn ich jetzt sowieso alles auseinanderbauen muss, dann, ja, dann werde ich halt alles mal machen müssen. Ist auf jeden Fall noch verdammt viel Arbeit. Aber ich bin froh, wenn ich dann nachher das Endergebnis sehen kann. So, ich hatte mir dann zum Beispiel auch überlegt, für den Scheinwerfer hier so einen LED-Einsatz zu holen. Ich blende den mal ein, den gibt es bei eBay, den gibt es auch bei anderen Shops, den gibt es auch mit E-Zulassung, also Europa-Zulassung zumindest. Ich glaube, die werden in Spanien zugelassen, aber das ist halt erlaubt hier in Deutschland. Aber ich finde es irgendwie nicht mehr so schön. Dann hat man hier außen halt so einen LED-Ring und das sieht zwar geil aus und auch bei neueren Harleys sind die drin, aber bei so einem alten Gerät nicht. Deswegen werde ich den aufbereiten und da mache ich diese H4 LED-Birne rein, obwohl ist ja keine Birne, aber LED-Lampe. Ja, Leute, ich weiß, es ist nicht zugelassen und das mache ich auch erst, wenn die über den TÜV ist. Ich habe aber schon bei Facebook gibt es so eine Kawasaki VN15 Gruppe und da wird die sehr weit empfohlen oder sehr viel empfohlen. Viele haben die verbaut und ist einfach schönes weißes Licht. Das werde ich auf jeden Fall verbauen. Oder wenn es nichts ist, kann ich es immer noch rausschmeißen. Ja, ganz viel Metal Polish habe ich mir bestellt. Hier so 3 Tuben. Die werde ich ja brauchen. So, dann habe ich mir noch, ich wollte ja irgendwann mal die Reifen wechseln. Ja, Montierwerkzeug hier. Einmal hier für die Reifen, für den Felgenrand zum Schoner. Dann habe ich hier die Montiereisen. Ich habe noch welche. Ja, Farbe ist da, Lenker und Zubehör. Jetzt weiß ich immer noch nicht, wo ich die Spiegel hingeschmissen habe. Jetzt habt ihr auf jeden Fall die Koffer schon mal gesehen. Ach, mit den Koffern hatte ich auch Terror. Ich habe die bestellt. Und warte. Gucken, hat der jetzt nicht runterfallen. Aber die sind echt sehr dreckig. Wow, wow, wow. Ja gut, die stehen hier schon ein paar Monate. Und da sind ja auch so Schlösser drin. Ich packe die aus, sind aber keine Schlüssel dabei. Ja, was mache ich denn jetzt? Ja, habe ich Motea dann angeschrieben, beziehungsweise den eBay-Shop von Motea. Dann haben die mir einen komplett neuen Satz mit Schlüssel zugeschickt. Musste ich dann quasi, ja, was heißt aufbrechen, aber hier hinten konnte man das schön aufschrauben und alles. Und dann konnte man das so, ohne kaputt zu machen, auseinandernehmen. Ja, und Gott sei Dank habe ich dann jetzt 2 Schlüssel dafür. Haben die mir auch kostenfrei zugeschickt. Das finde ich schon mal sehr geil von Motea. Da kann man nichts anderes sagen. Ach ja, übrigens, Akkuschrauber Kawasaki. Jo! Ja, so viel dazu. Die Sitzbank, da bleibt ja so. Wird ja keine Bobas, wird ja eher mehr sowas wie Walking in der Art. Ich hatte auch erst überlegt, mir Sportluftfilter zu holen. Dann würden die ganzen Brotdosen hier verschwinden. Werde ich aber, denke ich mal, vorerst nicht machen. Vielleicht kaufe ich noch neue Reifen, Weißwandreifen. Aber die Bereifung ist eigentlich noch gut und ich möchte dann, sobald die mal fährt, ordentlich einen brennen lassen. Und ich glaube, dafür möchte ich nicht neue Reifen verwenden. Das geht doch nicht! Ja, Motor ist immer noch dicht. Das ist schon mal wunderbar. Also meine Abdichtaktion hat funktioniert. Ja, dann gucke ich jetzt gleich mal, wo ich noch meine Spiegel hingeschmissen habe. Ansonsten, da habe ich in der Kiste auch noch ein paar Teile vom Rahmen. Aber dann mit dem Rahmen, dass ich den so günstig gekriegt habe, den habe ich jetzt auch schon mal kurz drüber lackiert. Der sah noch echt verdammt sehr gut aus. Er glänzt jetzt auch schön wieder. Ich denke mal, der wird auf jeden Fall wieder ein paar Jährchen halten. Und allein schon wegen den Papieren mit den Eintragungen und dass der ein Jährchen älter ist, wegen der Auspuffanlage. Das heißt, ich könnte hier quasi verbauen, was ich will. Gerade auch die amerikanischen Auspuffanlagen. Hauptsache, ich bleibe in den dB-Wert drin.
Das ist schon mal sehr, sehr, sehr gut. Aber ja gut, Auspuffanlagen sind rar. Das heißt, wenn ich irgendwann mal durch Zufall für ein paar Euro da dran komme, dann werde ich zuschlagen. Wenn nicht, hier ist ja eine dran. Und ja, muss ich damit wohl erstmal leben oder ich mach die Endtöpfe ab. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Da bin ich mal richtig gespannt mit dem Baby hier. So, dann werde ich jetzt mal eben gucken, ob ich die Spiegel noch finde. Ich meine, dass ich die, glaube ich, noch im Keller gelassen habe. Im Keller bin ich ja gerade auch wieder am Umbauen. Wenn ich weiß nicht, in einem der letzten Livestreams auf YouTube, wenn ich das online gestellt habe, weiß ich gar nicht. Da kann man ja im Hintergrund sehen, dass ich da so einen Vorhang hatte. Ich habe ja meinen Zockerraum und mein Büro sozusagen im Keller verfrachtet, weil wir oben auch nur eine Dreizimmerwohnung haben. Und ja, und dann haben wir ein bisschen Abstellfläche noch da gebraucht, deswegen hatte ich da so einen Vorhang vorgemacht und jetzt habe ich den Vorhang aber weggemacht. Wir haben da ein bisschen aussortiert, der Abstellbereich ist kleiner geworden. Und jetzt habe ich da eine schöne Wand hingemacht mit Kallax-Regale und so weiter. Das ist jetzt gerade alles im Umbau, damit das alles schöner aussieht, auch in Zukunft für ein paar Streams und so und überhaupt, damit der Raum noch wohnlicher wird. Ich habe ja Couch, alles drin, Fernseher und so weiter. Werde ich vielleicht mal so eine kleine Büro-Room-Tour machen oder was. Ja, hier muss ich auch mal dran, wenn man das hier alles so sieht. Das sieht ja aus wie hingekackt und hingeschissen hier. Das sieht aus wie hingekackt und hingeschissen. Ja, ist halt eben, wenn man viel arbeiten muss auch, ne. Man macht dann was, man räumt nicht immer alles weg. Also ich bin dann Schlons, bin ich ganz ehrlich. Aber naja, ist halt so. So, dann werde ich jetzt mal eben gucken, wo ich die Spiegel noch habe. Weil die wollte ich auf jeden Fall zeigen. Jetzt sind keine originalen Harley-Spiegel, aber die waren schwarz. Und Chrom und schwarz, gerade auch mit den schwarzen Blinkern und ein paar schwarze Akzente. Wahrscheinlich werde ich die obere Gabelbrücke auch noch schwarz machen. Hoffe ich, dass das passen wird. Ich gucke jetzt mal, ob ich die Spiegel noch eben finde, weil eigentlich dachte ich, ich hätte alles zusammengesucht. Vielleicht habe ich auch wieder irgendwas vergessen. Ansonsten, ja, dann sehen wir uns gleich. Ich mache mal eben hier schnell einen Cut. Ja, Leute, irgendwie finde ich die Spiegel gerade nicht. Die waren in irgendeiner Tüte drin. Die werdet ihr auf jeden Fall demnächst bald sehen. Das sind ganz einfache Spiegel, wie man sie von der Harley kennt. In schwarz. Ja, dann Leute, haut rein. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und schön meinen Kanal abonnieren und die Videos liken. Wenn es euch nicht gefällt, macht einen Daumen runter, ihr helft mir trotzdem. Und jo, dann bis zum nächsten Video. Haut rein, Leute.